Ja. Jubiläum, 20. Folge hier im Zentimeter. Du willst natürlich wissen, warum wir hier sind, oder? In voller Länge. The meaning of the reunion is to show our appreciation as a team. Everybody is the head of the team. There is not one head of the team. And congrats to you, Marcus. Yes. Marshall Monkeys and all the effort that you put every day, and you come to the gym, you do extra work, you stay super late doing that. So we want to give you two things. First is this from everybody. We collect something to support the camera that we know that you paid. So this is from everybody, put something to help you, to support you. We appreciate what you do for us. Man, guys, I don't know what to say. Best coach. Don't trust your coach ever. Don't trust. Heute haben wir eigentlich eine Überraschung für dich gemacht, ja, weil du eigentlich so viel Liebe in Mixed Martial Monkeys gibst, haben wir uns gedacht, hey, der Markus wünscht sich eine neue Kamera und wir sammeln jetzt von jedem ein bisschen Geld ein und versuchen dazu einen Beitrag beizutragen. Ich hab Hunger. Früher war in Wien alles besser. Die Leute haben Deutsch geredet und haben mich nicht angeholt im Zentimeter. 1940 gibt es. Entschuldigung. Ich bin ein gebürtiger Wiener, gell? Was bist du wieder? Österreicher. Ja, Nickel, ich bin Österreicher. Was glaubst du? Hey, wo ist Dean Connor? Okay, Dean Connor has to do something. If I take responsibility, I cut my hair. If it can be blue. I also cut my hair. Yeah, I also cut my hair. Which? Roberto, you are not drunk, are you? No, not yet. Roberto is crazy, but this time we pass to you, coach. Team Connor, okay. Team Habib. Khabib. Khabib verliert, dann lasse ich mir 3 Monate lang die Haare wachsen. Wenn Connor verliert, scher mal Glatze und lass mir 3 Monate am Bord wachsen. Was machst du? Für wen bist du? Für Habib. Okay, aber wenn Khabib verliert, dann lass du deine Haare. Sag jetzt. Ja, 1 Jahr Brusthaare, alles. Lass meine Haare 3 Monate nicht schneiden. Okay. Aber hey, fix! Yeah. Ich möchte bei der Wette nicht mitmachen, weil ich nicht wie ein Idiot ausschauen will. Aber ich bin trotzdem für Khabib, glaube ich. Vedat, was machst du? Ich glaube, dass Khabib gewinnt. Ich schneide mal die Haare. Wenn Connor verliert, falls Connor verliert. Ja, ganz glatt. So wie der Gentleman da. Das heißt, egal was passiert, die Hälfte vom Team schaut wie ein Idiot nach. Wenn Khabib verliert, dann ich mal Haare rasieren und Bart machen. Also glatt machen, kein Problem, aber das wird nicht passieren. Nobody goes in the place. Was mache ich? Rasiere wieder komplett und Bart komplett für 3 Monate. Nein, 1 Monat. Das heißt, die Meine Wette hat der Roberto und ich rasiere mir die Beine und er sucht mir eine Short aus, mit der ich trainiere. Und dann musst du aber 1 Monat so trainieren. Warte. Und dann musst du auf Güterstraße langlaufen.
Du musst abnehmen, Alter. Ich weiß nicht. Was hast du bestellt? Chili con carne, Alter. Scharf. Und wie viel Kilo hast du? Scharf. 101. Mein erster Kampf war in Linz. In Linz beginnt's. Und ich konnte überhaupt nichts im Stehen. War ein junger Grappler mit großen Träumen. Und ich habe einen Dude voll ausgechockt. Und er war richtig geil bewusstlos. Und habe Geld dafür bekommen. War stark, war guter Abend. Ja, der erste Tapbox-Kampf. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und wurde es verprügelt? Na, Bruder, was für verprügelt, man? Wie ist ausgegangen da? Ich habe gewonnen, Mann. Ich hab sogar, ich weiß nicht, ich hab gewonnen, das weiß ich, ja. Wie lange ist das her? Step. 20 Jahre, ja. 15 Jahre sind ich heute. Ich stehe im Ring, ja. Und er schlägt mich. Oder schlägt 2003 war mein erster Kampf. Mein erster Kampf, wo ich bitte mich stresse. Meine Mutter hat... Dominik, ich muss mit der Soße. Wieso tust du integrieren? Was? Ja, weil ich Marco nicht erreichen kann. Jetzt habe ich beide. Ich kann mich erinnern, das war in der Tennishalle. Ja, genau. Abi hat seinen ersten Kampf gemacht, der mit dem ein Interview gemacht auf Englisch. Abi konnte noch kein Englisch, ich war der Dolmetscher. Ich rede irgendwas im Mann, was noch dazu ist, das von dir. Der Kampf war K.O., oder? Ja, zweite Runde. Ich sehe das. Zweiter, dritter, vierter habe ich verloren. Zu mischen. Wie war dein erster MMA-Kampf, Starko? Mein erster MMA-Kampf? Ja. Ich habe Zigaretten geraucht, keine Kondi gehabt, habe noch irgendwie in der zweiten Runde überlebt und war dann 40 Minuten am WC und habe mich angekotzt. Das war mein erster Kampf. Horror! Hey, Bruder. Dein erster Kampf? Karate oder Kickboxen? Ja, Karate, das ist 12-Jähriger. Ich habe verloren. Der Gegner ist gestanden. Jedes Mal, wo ich angegriffen habe, hat dann die Jakuzzi geradeaus zum Körper gegeben. Beim dritten könnte ich nicht mehr. Das war mein erster Fight. 20. Mein erster Kampf war Thai-Boxen, war das in Linz, auf einer Gala von Taekwondo Linz. Und MMA war mein erster Kampf in Freistadt, auch in der Gegend von Linz, gegen einen Tschechen. Auch erste Runde TKO gewonnen. Wie viel hast du MMA trainiert oder am ersten MMA-Kampf? Fast gar nicht. Nur UFC gespielt, auf PlayStation und YouTube-Videos geguckt. Für die ersten drei MMA-Kämpfe habe ich zusammen vielleicht drei Wochen, vier Wochen trainiert. Ich kann mich erinnern, oder? Du kannst dich erinnern, auch vom Fox. Aber danach wurde es ernster mit der ersten Niederlage gegen Ruhm. Und dann musste ich trainieren und seitdem trainiere ich mit den besten Leuten in Wien. Und mein erster Kampf war gegen den Staatsmeister in Taekwondo 2008. Von Asia Wien gewesen, guter Kämpfer. Unentschieden habe ich da gekämpft gehabt, war aber gute Erfahrung, super. Mit die anderen zwei, drei Kämpfe habe ich danach gehabt, dabei habe ich gewonnen. Gott sei Dank. Mit Gottes Hilfe. Zeit für MMA. Zeit für MMA, ich muss mehr Ringen trainieren mit Markus, unserem Trainer. Aber werden wir schon schaffen. First fight on the street or first fight in the... In the ring. In the ring? Ah, okay. Which fight is more in your head now? The on the street or on the ring? The one on the street. Yeah, that was a cool one. I was like 15 minutes first, then a break when I go back home, and then another round when I cross to buy something else in front of the house of this guy. Yeah, it was a nice fight. It was a really good fight. Brawling, but it was a good one. Yeah. Who won the fight? You know how I end up? I connect a lot of punches, I take him to the ground, I was good, I was doing karate a lot.
But the fight ends when he connects me in the middle of the nose and my nose bleed. So then he saw some, you know, blood there. He said, okay, we stop. And then he comes to shake my hand. Yeah. We were friends. We played football all the time together, you know. 7, 8 years old, something like this. So it's a very nice fight. Yeah. That was the first one. And after that, many others. Yeah. He smoked too much weed. Hey, trinkt ihr alle antialkoholisch, oder? And the first one in the case was a good one. We were talking about that guy. It's a 93 kilo guy now. He's fighting in PFL. He win by knockout 15 seconds in two days ago. Very good guy. Luckily, I fight him a few years before he become a beast like that. That was a good fight. I get the north side choke. Nobody knew at that time. Yeah, the one that you showed today. Yeah, that one. Back when it was new. Grigo, wie... Naja, mein erster Kampf war im Trans-20. Bezirk in Nachtwerk auf Parkplatz, ja. Da habe ich eine große... Scheiße gebaut. Eine große, sehr große Schlägerei habe ich gehabt, ja. Die Leute von Güdrünstraße waren da. Ja, und so bin ich auf Kampfsport gekommen, weißt du? Von Nachtwerk und dann Güdrünstraße, von Güdrünstraße in 23. Bezirk. Gym 23. Ja, das war meine erster Kampf, den habe ich mit 14 Jahren bestritten. Der war ein Jahr Kickboxen trainiert, war in Graz, Landesmeisterschaft gewonnen, zweite Runde durch Aufgabe. Das wäre mein erster Kampf im Kickboxen. Also mittlerweile schon 12 Jahre her. Ja, durch Aufgabe und Kick. Lang ist her. Also es war, wie ich 16 war, 15 oder 16, habe ich mit Taekwondo begonnen. Wiener Landesmeisterschaften. Hab den Kampf gewonnen. Ja, ein faszinierendes, geiles Gefühl. Meinen ersten Boxkampf habe ich mit 36 gemacht, nachdem ich 8 Jahre lang aufgrund von Verletzungen pausieren habe müssen. In Ungarn. Ja, es war, also dadurch, dass ich schon, keine Ahnung, 200 Kämpfe im Taekwondo-Kickboxen gehabt habe, hatte ich eigentlich recht viel Erfahrung, aber der erste Kampf nach so einer langen Pause war einfach ein Wahnsinn in Sachen Adrenalinflash. Habe ich nachher und vorher so nicht, noch nicht erlebt gehabt. Also gegen Marcelo Götze, Marcelino oder wie? Ja, Marcelo. Ja. Durch Punkte gewonnen, aber ich war krank. Mein erster MMA-Kampf, der war in Brana. Das war eigentlich irgendwo eine sehr aufregende Erfahrung, weil ich bin in den Ring reingegangen und habe nach 10 Sekunden keine Luft mehr gehabt. Und ich schwöre, ich bin da beim Aufwärmen, keine Ahnung, aufgewärmt, völlig über Adrenalin und keine Ahnung, extrem viele Freunde von mir waren dort und alles drum und dran. Und bin reingegangen und habe geglaubt, ich muss die Welt zerreißen. Und nach 10 Sekunden war die Luft irgendwie weg. Und dann war 2 Runden lang Überlebenskampf und Schlacht und habe aber dann schlussendlich noch gewonnen. Also war sehr aufregend, sehr aufregend. Und muss ich auch sagen, ein Gruß an alle meine Freunde in Ried. Ohne die Leute hätte ich das damals sicher nicht geschafft, weil die haben so arg Stimmung gemacht und so viel Gas gegeben, was ich von außen gehört habe. Und das hat mich noch richtig viel gepusht in der zweiten Runde.
hat man Punkte gewonnen oder dann TKO? Nein, wir haben keinen Job, weißt du.